Steinpfahler in Ruhe, danke. Auch Das war Sie ein bekommen Hebel. jetzt Ihre Dusche. Jawohl, Machen Sie endlich. mal bitte nicht so langsam, denn sonst muss ich den Taser benutzen. Bitte hier links. So, Herr Fabius 11K, Ihre Zeit ist dann leider auch abgelaufen. Okay. Gehen Sie Ich trockne bitte. mich kurz ab. Gehen Sie bitte den Weg hier entlang. Stehen bleiben. Sekunde. Wo ist Fanta eigentlich? Fanta? Autsch. Ich bin Gehen Sie schon bitte da hier lang. Draußen. Auf dem Du bist halben Weg. draußen. In dieser Zelle, glaube ich, ist das illegale Eis. Hier drin ist das Eis. Das können Sie mir hier gleich mal zeigen. Rein hier. Aha, hier ist das illegale Eis. Darf ich das bitte haben? AT. Ja. Ja. Dankeschön. Hier. Guten Abend wünsche ich Ihnen. Dankeschön. Ich bin blind, sorry, passt schon. Bei Sebi kommt man echt nicht hier raus. Was machen Sie da oben? Das Wasser spritzt da besser. Wieso? Da brauchen Sie doch nicht gleich an die Dusche ranklettern, wissen Sie, das sind. Aber je näher man. Wir haben diese Einrichtung komplett von IKEA gekauft und die halten einfach keine 450 Kilogramm aus. Oha, aber nicht, wenn ich meinen Arsch dagegen halte. Da sitzt Druck einfach stärker. Leute, Möchte ich ich muss jetzt. ganz kurz Kommen Sie mal. erfüllen, gerade wieder. Kommen Sie bitte mit. Montags. Wo rein? Bitte nach, bitte nach Ja. links. Links? Okay. Ja. Wissen Soll Sie jemand was? hoch? Kennen sich anscheinend nicht so gut aus Hey, mit bitte unserem runter. Gefängnis. Ich möchte jetzt mal, Ah, dass Sie da hier oben bist mit du. Linde in die Bibliothek kommen und sich mal Die Bibliothek ist da hinten. den IKEA-Katalog bitte durchlesen. Okay. Weil unsere Einrichtung verträgt einfach nicht, wenn Sie da immer sich irgendwie mit Ihren 450 Kilogramm da auf diese unsere Möbelstücke setzen. Da möchte ich jetzt mal schauen, mal, ich lege Ihnen hier jetzt ein Buch her. Das können Sie jetzt dann durchlesen und dann danach erwarte ich von Ihnen, dass Sie dann auch ein Pferde auf dem Möbel sind. Klar, also für ein Buch lesen, so, da bleibe ich hier sitzen, klar. Ich erwarte auch von Ihnen, dass Sie hier sitzen bleiben, weil wenn Klar. ich da jetzt irgendwas anderes Fabi, mitbekommen irgendwo sollte, von dann dir gibt es da gucken. gewaltig Ärger, dann gibt es nochmal einen Strafinhalt in dem Loch und das wollen Oh Sie ja nein, da nicht. will ich ja Und nicht ich hinein. verspreche Ihnen, ich stecke Sie in die Zelle von Herrn RT333. Oh nein, das will ich auch nicht. Das Das ist ist, das natürlich glaube eine ich, harte wünscht sich keiner. Ansage. Das wünsche ich, glaube ich, niemand. Das wünsche nicht mal ich. Ey, Sebi, komm mal ran, ich habe was für dich. Wieder da. Herr Doxel, so ist der Aufenthalt mal gleich wieder abgesagt. Sie haben es nicht mal Ich habe mir geschafft, ein anderes Buch Sie haben es geholt. nicht mal geschafft, 10 Sekunden hier Ich habe mir ein anderes auf Buch dem Stuhl zu geholt. bleiben. Deswegen kann ich Ihnen Ich hier habe nicht trauen. Ich hätte Ihnen jetzt gern die Chance gegeben, sich dieses Buch durchzulesen, aber wenn man mir Ihnen jetzt gerade ein mal anderes. 10 Sekunden trauen, ich habe Ihnen kein anderes Buch gegeben, ich habe Ihnen dieses Buch gegeben. Kommen Sie bitte hier raus aus der Küche. Ich habe mir was zu essen geklaut. Kommen Sie hierher. Herr Gefängniswärter, da dürfte Kommen ich Sie. eine Freizeitbeschäftigung ausüben. Mir ist so langweilig. Da lang. Genau. Entschuldigung, Herr Fabius 11K, ich muss mich eben noch um den Herrn Doxel kümmern, weil Ja, er hat ich jetzt weiß, hier das wieder ist ein einen anstrengender Aufenthalt in Fall. der Der war Zelle mit von mir in der Herr Zelle. Doxel. Können wir mal? Ich habe eine Idee. Ich koche hier und Sie holen jetzt alle hier rein. Wir haben keine Idee. Das können Sie doch gar nicht riechen. Moment Sie. Sie Dann dürfen nehme ich nicht noch einen denken. Krug. Lassen Sie jetzt diese Kisten geschlossen oder es hagelt jetzt gleich Schläge. Oha. Hier rein. Da kenne ich jetzt keinen Spaß. Oh Ich will nein, da das. will ich Ich nicht will, dass Sie rein. Da sehen, dass es mir stehen. ernst ist. Rein da. Das ist Rein RTs da. Rein. Kackzelle. Rein. Da will ich nie rein. Augen zu und durch. Rein jetzt da. Oh, Komm. Oh mein Gott, Sie sind völlig. Oh mein Gott, das ist schon ziemlich eh. das Herr Brot ist lecker. Gefängniswärter, leben Sie noch? Oh. Diese Zelle ist lebensgefährlich. Uff, da gut, ist mir jetzt gerade mal ein Schwader entgegengekommen, was da für ein Duft drin ist, ne? Das ist der Wahnsinn. Oha, ja, das ist ja dann. Uff. Herr Gefängniswärter, dürfte ich eine Was haben Sie die in Freizeitbeschäftigung dieser Zelle haben? gemacht? Das ist ja der Wahnsinn. Ja, sorry, Immer ey. mal zum Herrn Thundercraft, ich Herr muss ja schon mal hier Sapsen, loben. Herr Hilfe! Thundercraft legt hier wirklich ein vorbildliches Benehmen an den Tag und jetzt möchte ich mal den Herrn Thundercraft auch mal loben und ihn bitten, in die Küche zu kommen. Der darf jetzt hier dann mal was essen gehen und. Darf ich meine Wurzeln trainieren? Das Darf ich ist auch nicht nicht nötig, gehen? weil wir wollen ja, dass unsere Gefangenen verkommen und keine Muskeln haben und Also da kann ich ihnen kein Training anbieten. Ne? Deswegen möchte ich also ich jetzt gern, empfehle dass ich hier in die meine Küche bekomme. Wurzeln trainieren. Kommen Sie bitte. Thundercraft? Hier geht's in die Küche, guck, da Direkt, geht's. Ach ja, hier geht's direkt. zur Küche, okay. Das, na wissen Sie, ich bin auch noch neu und das ist.
Am besten sie kommen Problem, mal hier hinter und fangen jetzt hier erstmal mit dem mit Geschirrspülen an und dann hole ich sie gleich wieder ab. Ich bin ernsthaft krank. Für die anderen Insassen außer Patrick, der kriegt nämlich nichts mehr. Okay, ich wasche mal das Brot. Okay, dann hier, nein, das Geschirr sollen sie hier waschen, nicht das. Nicht das Brot. Ach so. Dann gerne. Da ein Brot. Dann nehmen Sie jetzt bitte das Brot nicht hier rumwerfen, Herr van der gerade habe ich Sie noch gelobt. Jetzt kommen Sie bitte. Jetzt entschuldigen Sie. Geben wir hier mal jeden ein Brot. Ja. Aber wie viel Brot soll ich für jeden haben? Es reicht, wenn jeder eins bekommt. Okay, fangen wir hier bei dem Übeltäter an, oder? Nein, der bekommt die nächsten vier Monate nichts. Der bekommt vier Monate nichts, kein Essen. Darf ich erst meine Oma? Herr Sepsen, ich glaube, ich bin ernsthaft krank. Aus mir kommen bräunliche Spiralen hinaus. Oh, das sieht aber echt nicht sehr gut aus, Herr Fabius 11K. Geht weg da. Ein Brot. Okay, dann hier kriegen Sie jetzt erstmal ein Brot von Herrn Thundercraft und danach komme ich mal bei Ihnen vorbei. Okay, danke schön. Gehen wir jetzt mal zur Frau Oma hinauf und geben dem auch hier ein Brot. Oma. Ich glaube, meine Zelle kann man wieder wegschmeißen da. RT33, wir haben doch guck mal hier, gesprungen. Ich wasche ihr Brot in ihre Scheiße. Ich würde sagen, die Brotkosten für RT33 werden gesperrt als Zauberkosten bei Ihnen alles okay. Für die Brille. Ja, ich habe aber den Dünnpfiff, das ist ein bisschen... Okay, das ist völlig normal im Gefängnis, weil wir servieren meistens nur Speisen aus Mülleimern von den Läden Aldi, Lidl, weil wir können uns einfach hier nichts Besseres leisten und... Deswegen wird die Brotkosten für RT auch gesperrt. Ich tue hier nur Brot hinein, sehen Sie das nicht? Er hat ein Brot in der Hand. Er hat mich gerade geschlagen und ich habe ein Brot bekommen. Ja, weil er eingeschlafen ist. Was haben Sie denn mit der Zelle schon wieder gemacht? Ey, geht die Bums. Das ist ja der Wahnsinn. Ah. Darf ich noch mal rausgehen? Ja, ich kann nicht anders. Machen Sie das, Herr RT333? Ja, ich habe was gegessen und das soll ich nicht. Dürfen wir jetzt schon mit dem Bau vom nächsten Gefängnis anfangen, ey. Das ist ja der Wahnsinn, wie schnell sie diese Zelle von oben bis unten mit ihren Fäkalien beschmieren. Das habe ich ja seit 1976 nicht mehr gesehen, ne? Das ist ja der Wahnsinn. Ach du liebe Zeit, was ist denn das? Ich glaube, der Herr Van der Kraft hat meine Zelle geöffnet. Er hat einen Schlüssel im Pool, ich weiß nicht, wo der herkam. Dann machen wir jetzt mal die Zelle geöffnet. Herr Van der Kraft, gehen Sie mal bitte in die Zelle. Ich will aber nicht mit so einem Fäkalienboy hier rein. Herr Fabius 11K wird mich jetzt gleich mal begleiten. Ich will hier rein. Herr Fabius 11K, bitte bleiben Sie hier mal stehen. Okay. Herr Thundercraft, dann bleiben Sie jetzt hier mal drin, alles klar. Könnten Sie mal bitte hier weggehen und würden nicht noch den Gang hier drin zusammensäuen? Danke. Ja, ich würde mal wieder. Ich habe einen großartigen finanziellen Vorschlag. Wie wäre es, wenn Sie die Putzkraft sparen und stattdessen RT333 als Strafe putzen lassen. Ja, darf ich bitte putzen? Ich will hier raus, das ist so ekelhaft. Aber wie soll ich bitte ziehen Sie am besten ihm eine Hose lassen, an, sonst wird alles mit seiner eigenen Scheiße beschmiert ist. Soll ich den... Wissen Sie, das wäre genauso, wenn ich Adolf Hitler Friedensnobelpreis geben würde, ne? Er wurde genau aber Seite, nominiert, 1988. Er wurde nominiert. Hat einfach keinen Wert. Das sind einfach so Sachen wie... Einmal nicht lohnen, ne? Ich kann keinen... Kann keinen, Ja, ich verstehe, ich bin hochintelligent. Ich habe ein IQ von 103. Dass Sie da so schlau sind, dann würde ich Sie jetzt gerne mal mit in die Bibliothek nehmen. Okay. Wo ist die? Und Sie dann bitten, dass Sie da Ihren... Ich kenne das Gefängnis Stand nicht, ich bin erst zum dritten Mal hier. Wo gibt's zur Bibliothek? Na, dann gehen Sie mal bitte hier lang. Ah, ich habe mir den Kopf angeschlagen. Ich spiele gerne mit dem Stock, ne? Das sagt meine Frau, steht auch drauf und... Ja, das kann ich verstehen. Werden Sie nicht glauben, aber das ist genau der Stock, den ich auch immer bei ihr verwende. Das, das ist natürlich beruhigend. Okay, dann bitten Sie und warten Sie mal, wo haben wir denn das... Ah, wo habe ich das nur hingelegt? Kann ich etwas über Brote lesen? Wo war denn die... Ah, hier, schauen Sie mal. Hier haben wir Masutra, die 98 Stellungen, die Sie zum Glück verhelfen. Können Sie das? Das ist natürlich interessant. Das wird mir bei meiner Lebenszeit draußen zur Besserung wirklich gut helfen. Ich kann Ihnen dann mal vertrauen. Das mit dem Herrn Doxler, der vorhin nicht so geklappt, aber ich bin ein Mensch, der nicht nachtragend ist und okay, danke ist sehr sozial. Kann Ihnen hier trauen. Danke sehr. Was ist hier passiert? Ich habe hier eine Alarmmeldung bekommen. Herr Sepsen, RT333 klettert da hoch. Herr RT333, wie ist er da rausgekommen? Das ist doch komplett unmöglich. Wir sind nicht weit. Der RT333? Ja, was ist los? Stehen bleiben oder ich muss zu härteren Waffen jetzt hier greifen?
Ich muss duschen gehen, ich bin schon in der Dusche, Wir sind nicht in der Dusche, ich weiß, dass sie hier den Alarm betätigt haben. Ich möchte jetzt bitte, dass sie hier rauskommen. Bin in der Dusche. Ich möchte jetzt bitte, dass sie hier rauskommen. Ich bin wirklich in der Dusche. The Storage Room? Herr RT, kommen Sie jetzt hier bitte raus. Haben Sie mich gerade gesehen? Oh shit. Ja, oh. Ja, gut. Herr Fabius 11K, wie sieht es bei Ihnen aus mit ab? Das ist ja der, da hat man einmal Vertrauen in so eine Insasse und dann hauen die direkt wieder ab. Das ist ja hier echt der Wahnsinn. Da weiß ich echt nicht mehr, wie ich reagieren soll. Der Herr T333, der haut schon wieder ab. Bitte sofort in die Zelle zurückzukommen, denn sonst muss ich hier leider mit meinem Taser sie betäuben und sie bitte alle hier aus den Zellen warnen. Da kenne ich keine Einschränkungen. Ab, das hier ist ein netter Insasse. Herr Thundercraft sitzt noch alleine in seiner Zelle und alle anderen Insassen sind anscheinend weg. Ist ja... Nein. Ach ja, meine... Ach so, die Omi sitzt auch noch oben. Das ist ja... Erstens sitze ich nicht, sondern ich stehe. So, Herr Fabius 11K, wo haben Sie sich denn... Hallo, ich Herr trainiere Fabius hier 11K, ein bisschen. Was machen Sie denn hier ich oben? Ich trainiere Basketball. Kommen. Sie wissen, ich war früher Basketball. Basketball. Ich habe Ihnen doch eine Aufgabe gegeben. Mitkommen. Aber dieses Buch, es war... Bitte hier die Bilder, entlang. Sie haben mich verstört. Bitte hier entlang. War das letzte Mal, dass ich Sie in die Bibliothek geschickt habe? Ja, ich war... War das letzte Mal. Bitte darf ich duschen? Nein, Sie duschen jetzt nicht schon wieder. Ich will bitte duschen. Nach rechts, Herr Fabius 11K. Rechts. Nein, es gibt jetzt keine Strafe. Die Zellen sind nämlich alle komplett kaputt. Können Sie sich dann später aber beim Herrn Erdmann. Nicht in der Testzelle. Das will ich nicht. Ich gehe hier. Was ist mit meinen Zellen? Ich habe nur zwei kaputt gemacht. Also, das war jetzt eine Anschuldigung. Wo sind jetzt wieder alle drin? Herr RT333, Sie wurden doch gerade festgenommen. Wo sind Sie schon wieder hin? Ja, ich bin gerade... Freiheit, ich bin entkommen. Ach, verfickt. Naja, verloren. Scheiße. Ja. Ja. Scheiße, da. Weißt du, wer dran schuld ist? Ich. Ja, RT, warst du mal bei mir gewesen? Ich hätte hier rauskommen können im Leben. Guck, Sebi, guck, wo bist du? Ja, lass mich mal jetzt hier raus, Herr Gefängniswärter, bitte. Darf ich Ihr Schwert haben, damit ich RT töten kann? Ich würde ihn wirklich gerne umboxen, das wäre wirklich so mein Lebenstraum. Ich habe eine Schutz-10-Rüstung. Ich will RT kaputt boxen, nicht Sie. Ja, das können wir zum Ende der Folge noch machen, oder? Ja, von Teil 2, das werde ich in 2 Teilen. Ja, ich glaube auch, da. Herr Gefängniswärter, darf ich bitte RT in den Kopf schießen oder erschlagen? Das wäre wirklich ja, klar. Sehr nett. Pfeilfehler. Aber dazu muss ich mich schon treffen, du Skiller. Los, komm. Oh, ja. GG, well played. Ja, das war's mit der, mit der zweiten Runde Cops and Robbers und auch mit dem zweiten Teil. Da hinten ist noch so ein Psychobau. Der überlebt einfach alles. Und noch so ein Psycho-RT. Der überlebt auch alles. Ja klar, ich bin Skiller. Ja, ich würde sagen, ciao. Sebi, du hast das letzte Wort, weil du ein Kopf warst und die anderen sind halt Bäume. Ja, lieben Leute, immer artig sein, denn sonst kommt er zu mir ins Gefängnis und dann solche Hellen von RT bewohnen und das ist, denke ich mal, nicht schön, ne? Also, genau von mir, ciao.